The greatest temptation is trying to control something we do not fully understand. But what do we do when faced with truly inexplicable? Some tear it up to make souvenirs. Others keep it chained up inside a perimeter cage. Perhaps all the Zone really needs is our compassion. Johan Martinuk, 25 years old. Born in a small town, loved a good book, but preferred a good fight. They took something precious from you. Yes. In your search for the truth, you had the courage to enter this Zone. And then, what happens? A tragedy most horrible? Or a joy most profound? What if the scanner gets damaged in the fighting? These are not stalkers, but former monolithians. Some come to the Zone to make money. Others come looking for a miracle. Many just want to find happiness. A way to feel real and alive again. I'm sure you can handle it. One way or another. There is nothing you can keep secret. It's just a matter of time. Name? I'm not looking to make friends. Skiff. Houses on the mainland will continue to burn and collapse. If you fight a soldier, you're only fighting yourself. The greatest temptation is trying to control something we do not fully understand. But what do we do when faced with truly inexplicable? Some tear it up to make souvenirs. Others keep it chained up inside a perimeter cage. Perhaps all the Zone really needs is our compassion. Johan Martinuk, 25 years old. Born in a small town, loved a good book, but preferred a good fight. They took something precious from you. Yes. In your search for the truth, you had the courage to enter this Zone. And then, what happens? A tragedy most horrible? Or a joy most profound. What if the scanner gets damaged in the fighting? These are not stalkers, but former monolithians. Some come to the Zone to make money. Others come looking for a miracle. Many just want to find happiness. A way to feel real and alive again. I'm sure you can handle it. One way or another. There is nothing you can keep secret. It's just a matter of time. I'm not looking to make friends. Skiff. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück
zu einem versprochenen Video. Und zwar geht es heute um Stalker 2. Und zwar schauen wir uns jetzt hier die Limited Edition an. Ich hatte gestern oder heute in der Nacht schon mal ein Unboxing zu dem Spiel gemacht, zu der Limited Edition, was alles enthalten ist. Wer es gerne sehen möchte, soll sich das mal kurz auf dem Twitch-Kanal anschauen oder auf YouTube. Da gibt es die Infos zu dem Spiel, was halt in der Verpackung drin ist. Und heute ab 17 Uhr konnte man es runterladen. Ich habe 2 Stunden für den Download gebraucht. Das Spiel hat, glaube ich, 114 GB runtergeladen und im Anschluss nochmal 12,9 GB für irgendein Update. Und ja, jetzt haben wir mittlerweile 9 Uhr in ein paar Sekunden. Und wie versprochen, gibt es dann mal ein kurzes Angespielt zu dem Spiel. Stalker 2, Hordes of Chernobyl. Ja, wir starten direkt ins Spiel. Ich hoffe, ich muss mich nicht 20.000 Mal anmelden. Und wir schauen mal. Ich merke nur gerade, ich habe noch gar keine Tonspur zu dem Spiel gemacht. Kann sein, dass ich die jetzt gleich machen muss. Und ich hoffe, man wird sehen. Ansonsten wird's blöd. Gesundheitswarnung. Jetzt gibt es da noch nichts an Ton. Jo, Shader werden kompiliert, bitte warten. Ja, Prösterchen, ich trinke mir gerade einen Tee. Ich hoffe nur, wir haben gleich Ton. Sonst muss ich ganz kurz ein Pausebildschirm einblenden und dann die Sounddatei noch mal reinpacken. Zum Wohle! Joker, danke Alex, herzlich willkommen. Ja, viel Freude beim Zuschauen. Ich hoffe, es funktioniert. Das ist jetzt die Premiere. Flight Simulator funktioniert leider bis heute immer noch nicht, obwohl es seit gestern draußen ist. Ärgerlich. Und ja, schauen wir mal, ne? Ja, ich bin auch gespannt, wie es aussieht, wie es ist und ja. Mal gucken. Schön, ich hoffe, dir geht's gut, Alex. Ja, er lädt sich hier gerade tot. Aktuell gibt's keine Lala. Ich höre noch nichts. Genau, wir sehen uns Samstag. Ja, ich freue mich schon. Ja, soweit geht's ganz gut, nur ja, halt mit meinem mit meiner Bandscheibe habe ich ein paar kleine Schwierigkeiten, aber aktuell. Shader werden kompiliert, bitte warten, bitte warten. Ich hoffe, das ist nur beim ersten Mal des Spielestarts so. Ich hoffe, das nächste Mal geht es ein bisschen zügiger. Ich muss ja sagen, die Grafik oder das Bild gefällt mir. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ne? Ja, ich muss Physio machen, aber aktuell habe ich noch keine Zeit. Also ich habe Termin bekommen, aber ich habe das noch gar nicht wahrgenommen, weil der Waldi sagt, das ist auch nicht so gut. Das hatte wohl auch die Mira in Angriff genommen und alleine zeittechnisch ist das bei mir aktuell nicht so wirklich drin. Na, schauen wir mal.
Der Arzt sagte auf jeden Fall, ich habe irgendwie ein Jahr Zeit, das in Anspruch zu nehmen. Von daher. Ich wollte erstmal abwarten, was so das MRT sagt. Ob es das überhaupt ist, bevor ich da anfange, mich hier zu verbiegen, hin und her. Ach schon, ey, ist ja Wahnsinn. Alleine 2 Stunden oder über 2 Stunden Downloadzeit. Dann kam noch mal eine halbe Stunde für das Update und jetzt noch mal, keine Ahnung, Fader, Einstellungen, unglaubliche. Also ich wünsche mir echt hier die Spiele wieder auf CD zurück. Aber okay, bei der Größe der Titel müssen die da, glaube ich, 5 Blu-rays reinlegen. Ey. Ja, ich hoffe auch. Ja, ich werde mal gucken, was ich da mache. Das dauert viel zu lang, aber so ist das halt. Ne? Für den ersten Start, was tut man nicht alles? Naja. So kann's gehen. Kann sein, dass gleich der Ton nicht da ist. Dann muss ich mal ganz kurz in Pause-Menü und dann nochmal über eine Quelle die den Ton hinzufügen. Ich versuche das jetzt schon mal, aber ich kann die Maus aktuell nicht bewegen. Zumindest hängt die Maus auf dem ersten Monitor fest und lässt sich nicht auf den Streaming-Monitor verschieben. Von daher warten wir mal ab. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Naja, mal gucken. Ja, da gibt es garantiert eine Option, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin ja noch nicht mehr im Menü vom Spiel. Vielleicht kann ich das im Menü einstellen, dass die Maus nicht auf einem Monitor festhängt, sondern, ne? Aber so ist das aktuell irgendwie. Ich weiß, das kann man bei dem einen oder anderen Spieletitel halt einstellen. Aber auch nicht bei jedem. Zum Beispiel hier Call of Duty oder so geht das auch nicht. Weil wenn du dann am Rand schaust oder so mit dem Fadenkreuz, wärst du wieder auf dem anderen Monitor und dann ist das irgendwie geblockt. Aber ich weiß, das lässt sich einstellen. Jo. Alter, in der Zeit hätte man keine Ahnung, was machen können. Ey. 13 Minuten. Okay, 5 Minuten können wir abziehen. Für den Vorspann. Mal bei 8 Minuten Ladezeit. Für die Shader-Optimierung. Unglaublich. Nee, habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Auch die Add-ons oder die Aktualisierungen und da die da mittlerweile rausgekommen sind. Ich habe alles auf dem Alt, also nicht aktualisiert. Also ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir mal kurz zusammengezockt haben, das war es dann aber auch. Gar nicht mehr. Ja, vielleicht hast du es ja mitbekommen. Aktuell bin ich jetzt wieder oder vermehrt oder verstärkt hier auf der Retro-Schiene vom Amiga dran. Da bringe ich immer mal wieder was. Also das, und da ist schon wieder ein neuer Titel draus. COD, okay. Ich glaube, der 6. Teil kann das sein. Hat ein Arbeitskollege in der Arbeit von erzählt. Soll wohl sehr gut sein. Er ist auch Multiplayer-technisch, aber ne. Boah, bitte lade doch mal, lade. Damit es nicht so eintönig ist, würde ich gerne Musik einspielen, aber die Maus ist abgehangen hier. Okay. Ätzend, wie lange das dauert. Black Ops 6, genau. Hey, der Marre schreibt gerade. Ist der auf der Arbeit?
Ah, Mario ist zu Hause. Cool. Ach, der hat Frühschicht oder was? Was hast du für eine Schicht? Was hast du denn für eine Schicht, Mario? Ah, Frühschicht, okay. Ja, ich hätte Nachtschicht, stimmt. Ich habe nämlich jetzt 2 Tage frei aufgrund von Überstunden. Ne? Bin ich heute und morgen nicht da, deswegen, ja, stimmt. Du hast Frühschicht. Ich hätte dich ja abge oder du hättest mich abgelöst. Stimmt. So, wir nähern uns dem Ende des Ladebalkens. Beliebige Taste oder Knopf drücken, um fortzufahren. Ja, das machen wir doch. Man hört irgendwas rascheln, annehmen, das ist schon mal gut. Ablehnen, was? Und Absturzbericht verschicken. E. Annehmen, F, komm. So, Textsprache Deutsch, Voice-Sprache Englisch. Da gibt es garantiert nur Englisch und ja, Kyrill, also hier, ich denke mal. Russisch oder ukrainisch. Ist nämlich von einem ukrainischen Entwicklerteam. Sekunde mal, der Mario hat mir, ich muss mal ganz kurz das abhören. Wann kommt das Spiel denn ab? Was war das, 19.? Meinst du das Stalker jetzt? Das ist von heute. Also heute kam es raus. Und ja, das ist jetzt aktuell. Ich teste es jetzt gerade, ne? Also. So, Gamma, Einstellung, Farbkorrektur, Dynamikbereich, Audio. Danke, dass du Starcar vorbestellt hast. Ja, gerne. So, wir gehen in die Optionen. Ich will mal ganz kurz gucken, wie die Grafik so eingestellt ist. Qualität episch. Dann lassen wir es auf episch. Und. Ja, hört sich schon mal ganz gut an. Wunderbar. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. Hier gibt es jetzt kein, wie heißt das, Benchmark oder so, sonst würde ich noch mal ganz kurz einen Benchmark durchlaufen lassen. Änderungen speichern. Ich will nichts speichern, weil ich nichts geändert habe. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Option. Okay. Ja, keine Ahnung, was das für eine Auflösung ist. 2700. Lassen wir es einfach mal so und beginnen ein neues Spiel. Ja, viel Freude. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Reise in die Zone. Anfänger, Stalker. Machen wir, wir nehmen einfach mal die Mitte. Nee, der Flight Simulator, der kam gestern schon raus, also, aber aktuell spielen lässt sich da gar nichts, weil die Server überlastet sind und ich habe es mehrfach versucht. Ich werde es heute Abend vielleicht nochmal ausprobieren, aber aktuell geht da gar nichts. So, wir machen mal Licht aus. Ist passiert. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough?
If a powerful emission were to... Ich hoffe, es ist nicht zu laut. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or Circa for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or is... Ganz hinten sieht man Tschernobyl, den verunglückten Kernreaktor. Und das Spiel handelt halt auch, ne? Davon quasi in einer fiktiven Geschichte. Ja. War richtig cool. The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. City officials urged people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Das ist hier garantiert eine Anomalie. Na super. You alive back there? I'm okay. Also. Zone is really raging today. See that? It was a hell of a blast. Can't remember one. So fierce. Are we close? Kind of. Bitte lass das Spiel nicht hier in dieser 4:3 Geschichte laufen. The central checkpoint could be on alert after the emission, but there's another way in. Crack in the wall to the left of the fault. Bugger off! Hope you didn't lose your secret artifact along the way. If it was outside the zone for too long, it would have lost its anomalous energy. But I've got this shiny metal thing to recharge it. One lucky activation, and we have a gold mine here. Sector 9, visual detection of the vault. I say again, Sector 9, visual detection of the vault. Show me what you found. What the hell is this? I've seen artifacts taken from the zone before. They always burn out and fall apart real fast. But this one? This one is not from the zone. Oh, I bet. Where'd you find it? In my laundry basket. Who do you think you're talking to, huh? You have any idea what this scanner cost me? If it's not an artifact, it's gonna blow us all to hell! I won't let my hard work come to nothing because of you. I won't let you push it down the shitter. This stone owes me a new home. We gotta move. Get to the scientist bunker. Nehoda will explain how to proceed with the scanner. He's waiting for you. Good luck. Ja, jetzt müssen wir da rüberspringen oder was? Und jetzt hoffen wir mal, dass die schwarzen Balken links und rechts verschwinden. Ja, er haut ab.
Jo, wunderbar. Wir sind also im Spiel. Haben eine Waffe. Und müssen jetzt, glaube ich, ganz nach vorne. Ja. L ist Taschenlampe. Okay. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Was einfach passiert und wir müssen jetzt erstmal in den Bunker. Shift um zu sprinten. Okay, während wir dann schnell laufen, verlieren wir Energie. Sieht schon krass aus. Versuchen wir hier außen zu laufen. Weil der Dümpel sieht nicht vertrauenserweckend aus. Aber okay. Da kommen. Ah, scheiße. Springen. Ich komme da nicht hoch. Ah, guck dir das mal. Du hast Medipacks. Der Bunker ist, glaube ich, hier vorne. Ne? Da müssen wir hin. Ja, und hier finde ich das schon richtig cool. Grafisch soll das echt der Knaller sein. Tritt über die Grenze. Okay, Tagebuch öffnen. Okay, wir befinden uns ja hier. Wir müssen betritt erst den Abwasserkanal, haben wir gerade gemacht. Alles andere interessiert mich jetzt erstmal nicht. Mit T hat man die Taschenlampe, ne? Ne, mit L. Aber aktuell brauche ich sie noch nicht. Ja, die Frage ist, ob ich jetzt hier lang soll oder hier. Ich werde erstmal hier lang gehen. Mal gucken. Ruhige Zone. Okay, PDA öffnen. Notizen, das ist, glaube ich, eine Art Tutorial, was wir gerade machen. Sprinten, Taschenlampe. Grundlegende Daten, ja, das ist ein kleines Tutorial. Taschenlampe brauchen wir doch. Ja, ich glaube, wir bewegen uns gerade weg vom Ziel. Anomalien sind schlecht für die Gesundheit. Da vorne ist ein Medipack. Das will ich mitnehmen. Kann ich nicht. Ah, jetzt haben wir was getrunken. Okay. Tab benutzen. Waffe zu wechseln. Messer, Schusswaffe. Tab. Okay. Das ist ein Medipack. Ich dachte, ich kann es nehmen. B. R. Nee. Schade. Dann gehen wir mal zurück, weil das sieht nicht gut aus. Das ist halt eine Anomalie. Gehen wir mal hier durch. Ist nicht wahr. Wie schnell man doch gut sein. Das ist blöd. Ja, so kann es gehen, ne? Also jetzt habe ich euch gezeigt, wie man es nicht spielen sollte. Mann, ey. Okay, wir sind trotzdem wunderbar. Alles gut. Bin ich gejumpt und dann drauf gegangen, ey. Ducken. Ducken, ja. Nein, jetzt hat er sich geheilt. Das wollte ich alles nicht. Ah, hier haben wir was. E. Aufheben. Tab. Okay, mit dem Rambo-Messer können wir halt die Holzbalken kaputt machen. Und hier ein Cooler-Generator.
Ja, es erinnert mich irgendwie an so Lost Places. Falls du noch zuschaust, Alex, ist der Ton okay? Oh, das ist ja zu laut. Aufheben. So, gesperrt. Zerstört werden. Ja, dann versuchen wir mal das Schloss zu zerstören. Öffnen. Wunderbar. Falcon 3, investigate the scientist bunker. Das sind irgendwelche Waffen. Wachen meine ich, nicht Waffen, sondern Wachen. Ein Panzer, geil. Nahkampf, Angriff, Anzahl. Wow. Ja, okay. Erst muss ich gucken, dass ich hier rauskomme, ne? Kleine Buckler. Oh, das war eine Anomalie. Er ist nachladen. Oh, durchsuchen. Jetzt haben wir eine Waffe entdeckt. Coole Nummer. Munition. Fallen lassen. Alles nehmen, ja. Entschuldigung. Haben wir alles genommen. PDA. Also das PDA ist doch ein wichtiger Gegenstand, den wir aktuell. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie vorbeikomme, ne? Da an mir. An der Anomalie vorbei. Ach du Scheiße. Eieiei. Jetzt müssen wir weg. Ja. Komm, wir hauen ab. Ja, wir haben aktuell keine Medipacks mehr, aber wir können, glaube ich, was essen. Benutzt. Strahlenschutzmittel. Ja, hat auch so Rollenspielelemente, da müssen wir erstmal wieder gucken, wie es F. Ja. Inventar. Benutzen. Medikit. Benutzen. Stellt alles wieder her. Wunderbar. Ja, nachladen. Okay, das ist mal hergekommen. Jo. Ja, es läuft, es läuft. Bin schon mittendrin. Ja, ich hatte eben gefragt, dass du noch da bist, ob der Ton einigermaßen okay ist, weil ich krieg das jetzt leider gar nicht mit. Da geht's raus. Da geht's weiter in den Tunnel. Ja, ich okay. Hier ist auch wieder eine Anomalie. Oder? Ja. Nee, wir hauen ab hier. Wir gehen raus. Ausgang haben wir jetzt entdeckt. Mal gucken, was uns draußen erwartet. Docker 3, we've got a breach at the dugout. The bunker's off. Another ground team is on the way. Sal, I still don't have any maps. Stick to the perimeter. Avoid going in. I'll contact the sphere. Oh. Ja, jetzt müssen wir halt hier hin, ne? Hauptmission 200.
Guck mal, was da kommt, ey. Ach. Scheiße. Was ist das für ein Vieh, ey? Hunger. Essen müssen wir also auch. Hier kann man immer gucken. Kann ich etwas essen? PDA? Nee. Inventar ist I. Was ist das? Verband. Benutzt. Strahlenschutzmittel. Konservendose. Benutzen. Jetzt haben wir was gegessen. Okay, dann verschwindet auch unten das Esssymbol. Sieht halt lecker aus, oder? Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier geradeaus. Alles ist radioaktiv. Eieiei. Ja, das stimmt. Wir sind hier in der radioaktiven Zone. Das hört man dann immer knistern. Wir müssen hier auf jeden Fall schnell raus. Vielleicht gibt es was in den Gebäuden hier zu entdecken, zu holen. Ich finde das schon. Das Survival-Gedöns halt, ne? Oh, da ist Stalker F durchsuchen. Cool, der hat wieder Munition für mich. Ja, alles nehmen. Ich weiß zwar nicht, warum er die Sachen nicht nimmt, wenn ich die jetzt markiere. Verstehe ich nicht. War ich etwas falsch, deswegen alles nehmen mit der Taste R. Okay, wir haben aktuell 31,7 Kilo. Maximal können wir 80 Kilo tragen. So, was ist hier? Wurst, die können wir immer gebrauchen. Lebensmittel gefunden, das ist schon mal gut. Ein Medikit, ein Verband. Wunderbar. Alter, ein halb verwester Mensch hier, wenn er so sieht. Ja, okay. Geht's weiter, ne? Oh, da brennt Feuer. In dem Haus. Munitionskiste kann ich nicht nehmen. Garantiert erwartet uns gleich voll das Gefecht, ey. Ist auch wieder alles radioaktiv garantiert. Spannend, wie es tagsüber aussieht. Ja, hier ist alles verstrahlt. Dann ins Haus. Oh, oh, oh. Ah, Kasakenwodka nehmen. Ja, geil. Medikit nehmen, Verband. Jetzt geht's hier nach oben. Ein gutes Gefühl, aber. Ach, guck mal da, doch. Da geht's schon ab. Munition. Ja, komm, ey. Warum kann ich das nicht nehmen? Muss ich das irgendwie so machen? Jetzt habe ich es genommen, okay. Oder? Ne, habe ich eben nicht. Fallen lassen, ich will es nicht fallen lassen. Nehmen. Das ist jetzt blöd, ey. Alles nehmen. Steuerungstechnisch ist das gerade echt ein bisschen blöd. Ja, der Typ ist hier gerade drauf gegangen. In dem Teil. Weiß nicht, was das war. Hier laden wir nach.
radioaktiv. Ja, hier ist alles radioaktiv. Have you reached the bunker? Find Dr. Ngoda. He's agreed to give you the coordinates. I don't think it'll be that easy. Ich hab den Bunker erreicht. Ja. Okay. Gucken, dass wir da irgendwie reinkommen, ne? In den Bunker. Ja, da ist die Tür. Hier geht's rein, diese Medipacks. Warum kann ich nichts nehmen? Ne? Ich wahrscheinlich gut geheilt bin. Ja, versuchen wir mal hier reinzukommen. Öffnen. Gut. Entschuldigung. Mit Space kann man von der Leiter springen. So, jetzt sind wir in einem Bunker. The fuck, hä? Was ist denn hier passiert? Okay, alle niedergemetzelt. Da muss hier garantiert noch jemand drin sein, oder? Hm. Da ist auch noch ein Toter. Eieiei. Warum fallen lassen, wenn ich auf Nehmen klicke? Verstehe ich nicht. Alles nehmen. Mein Gott, ey. Alles nehmen. Benutzen. Nee. Artefakt. Der Detektor hilft dir, Artefakte in der Nähe zu finden. Okay, jetzt haben wir einen Detektor. Die Frage, wie man den benutzt, ne? Ja, ich komme hier nicht durch. Okay. 4 Meter, sagt er hier. Ach. Ja, des Willen. In der Neola. Tagebuch öffnen. Okay. Haben wir auch. Was ist das hier? Nehmen. Durchsuche haben wir. Idee öffnen. Mal alles wieder lesen, ne? Guck mal hier. Gut. Well, what is it? Any updates? The goat is dead. So are the other scientists. Der Typ ist tot. Dead? Oh. Order sofort ab. Stop freaking out and tell me where the data is stored. Find his laptop. The coordinates should be in there. Ja.
gerade was eingeschaltet. Dateien kopieren. Das ist ein alter HP, das Laptop hier. What's up? Have you met Herman's client yet? Tell him a new mission means new coordinates. New coordinates means a new bill. The goat is dead. I'm Mr. Client. Whoa! That's a hell of a mess you got there, boys. Well, screw that smart-ass bastard. I never liked him anyway. Hold on a sec, Mr. Client. Did Herman at least tell you what to do with the coordinates? Restless, man. Holy fucking cow. Will you let me eat in peace for once? All right, follow the coordinates and stick your scanner into the ground, and then back off. When it's all done, you pick it up. Got it? If not, that's your problem. I'm not a damn help desk. So long, Mr. Client. Do you have the coordinates? I hope you do. Come on. Good thing it's been a walk in the park until now. First, find the detector. This is a mobile lab. The scientists ought to have at least one. I've already got a detector. You'll need to acquire an artifact to shield yourself from the scanner's radiation. If you don't, you might end up joining Nagoda. How? Find an anomaly. After the emission, it shouldn't be that difficult. Then use the detector signal to navigate it. If the Stalkers have figured it out, I'm sure you can too. After that, attach the artifact to your belt and go plant the scanner. Just try not to get killed in the anomaly. That would be rather embarrassing. Yeah. Inventar. Das Ding an den Gürtel. Westding oder was? Okay. Was ist das denn hier? Was hab ich das Ding jetzt benutzt oder was habe ich gemacht? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts fallen lassen. Oh, hier müssen wir nachladen. Nur 8 Schuss. Ach, okay. Da müssen wir noch raus. Ihr findet das Artefakt mit dem Anomaliefeld. 27 Meter. Also das heißt, wir müssen jetzt hier wieder raus. Ne? Wenn auch an welche Sachen gibt. Alles nehmen. Alles nehmen. So. Kein Schutzanzug da drin oder so. Gehen wir raus, ne? Da ist der Doktor gewesen. Mit der Orientierung habe ich es nicht so, ne? Das ist der tote Soldato. Ja, raus. Okay, oh. Meter. Ah. Wie reagiert das Teil? Gespeichert. Oh, okay. Okay.
Das ist eine Anomalie. Aha. Jetzt haben wir was entdeckt. Cool. Artefakt. Okay. Muss man hier wieder raus. Aber. Ach du Scheiße, ey. Da hab ich mich erschrocken, ey. Leute. Oh. F. Gut. Nee, doch nicht. Wo ist das Teil? Boah, ey. Wieder Kuh. Weg hier, schnell versteckt. Und das Ding wieder hinter mir her, ey. Mann, Penner. Verband, ey. Ich brauche einen Verband, ey. Was für ein Übelding, ey. Na, kann schon was, ey. Kann man den durchsuchen? Nein. Ja, nachladen. Musik, ey. 70 Meter geradeaus. Inventar, wo ist das Teil? Habe ich meinen Detektor vergessen? Nee. Ja, ich habe mich erschrocken. Auf jeden Fall. Ja, Mutanten halt irgendwie, ne? Ja, aktuell ist das wirklich so sehr düster. Ich bin gespannt, wie es tagsüber aussieht. Achso, jetzt haben wir ja aktuell Nacht. Ist auch wieder jemand. Strahlung hört man auf. Benutzen. Ja. Oh, alles verseucht, verstrahlt. Der Strahlung. Ganz hohe Strahlung sehe ich da unten. Okay, ich muss hier raus. Ey, Scheiße. Krass. Und das Flair, das ist gerade aktuell für mich irgendwie. Was benutze, um die Strahlvergiftung zu heilen? Was soll ich denn da benutzen, ey? Benutze Strahlenvergiftung. Ja, voll. Sagt mir da hier. Ist das jetzt benutzen? Ah, okay. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Das ist nicht gut. Okay. Ja, wir gehen mal weiter. 20 Meter. Jetzt wird es auch wieder. Wieder auch eine Anomalie hier vorne. Ja, ist auf jeden Fall eine Anomalie. Was macht er jetzt? I'm okay. Is charging always this noisy? No, but that rock of yours is pretty unusual. Er hat zu Ende gearbeitet. Is it charged? Ach du Scheiße. Da war ich glaube ich zu früh, ey. Warte drauf, bis der Scanner
Hi, hier Konrad, servus. Ja, wie soll ich den Scanner denn jetzt nehmen? Some time left. Mal raus, okay. Heading for the next spot. Wo muss ich jetzt hin? Nächster Punkt ist 155 Meter von uns entfernt. Hier ist Strahlung. Na, komm ich hier durch? Da sind ein paar Typen, die ballern auf mich. Nein, nein, ich, wie ducke ich mich denn jetzt hier, ey? Oh, ey, ist doch nicht wahr jetzt. Geh ich jetzt voll auf die Mütze, ey. Scheiße. So, ey, hab ich die Tasse verfehlt. Kriegt man nachladen. Und ich muss mich heilen, indem ich den Verband benutze. Mehr Penner. Den haben wir. Kann ich auch Einzelschuss auswählen? Ah. Und wie ging das? Den haben wir auch. Da ist doch einer. Jetzt wieder heilen. Sonst verblute ich. Benutzen. Das musste ich alles irgendwie mit den Tasten besser einstellen. Ich hoffe. Das waren so ein paar Banditen hier. Ja. Benutzen. Nehmen. Nehmen. Alles nehmen, benutzen. Wir trinken dann auch mal direkt Wasser. Das ist auch einer. Mal gucken, was der hat. Der hat eine kaputte Waffe. Der hat eine Granate. Schrot. Gewehr brauche ich nicht. Das nehmen wir. Alles nehmen. Alles nehmen. Benutzen. Und hier ist noch eine Leiche. Super. Jetzt haben wir zwei Salami. Und es geht weiter. Das ist irgendwas Rotes. Ich glaube, das ist ein Lagerfeuer. Oder ist das eine Anomalie? Lagerfeuer. Und den Banditen? Sollen wir da jetzt hin oder was soll ich machen? Wir gehen einfach mal hin. Das war das erste kleine Gefecht hier. Jetzt auch nochmal Nahrung. Wunderbar. Leider keine Munition. Dann gehen wir mal weiter. Geradeaus durch die Zone. Ne? Ja, hier ist es radioaktiv. Das sind wir auf irgendeinem Hagger oder was? Ach, eine Anomalie, Leute. Ach du Scheiße. Was war das?
time to plant the scanner and get out of here. Ja, wo soll ich den Scanner denn platzieren, ey? Was Übles geht hier gerade vor. Ich werde hier gerade platt gemacht. Komme ich hier hoch? Nee. Doch, ich komme hier hoch. Scheiße. Da ziehe ich jetzt den Scanner. Sagt 64 Meter. Den Geisterschiff. Scheiße. Energie verloren, weil ich runtergefallen bin. Oh, könnte ich kotzen, ne? Irgendeine Anomalie, ey, die mit irgendwelchen dummen Kisten nach mir wirft. Ey, scheiße. Ich komme auch nicht ins Schiff hier rein, ohne hier offen zu werden. Ey. Mist, ey. Gehen wir mal hier weiter. Ja. Schiff drin. F. Komm. Nehmen. Ja, wo soll ich jetzt einen dummen Scanner platzieren? 53 Meter da drin oder was? Ja, ne? Nein, und ich bin tot. Ja, so viel kann es gehen. Gucken, wo er uns gespeichert hat. Ja, wieder auf dem Schiff. Wunderbar. Nein, das ist noch falsch. Müssen wir hier lang. Ey. Hier, hier, hier. Hier müssen wir hoch. Time to plant the scanner. Danke, Alex. Ja, und danke fürs Reinschauen. Habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns ja dann am Samstag. Nein, nein, nein. Jetzt hier richtig bin.
wir uns in der Höhle. Ach, da. Premium cordons smell like a scam. His coordinates always work like a charm. But the emission could... Oh, es wird hell langsam. We'll find out soon. One spot left. Did you hear me? Drop the damn scanner and come back right now. I've got nowhere to go back to, Herman. Eine Anomalie hier vorne. Over and out. Cool, ey. Alter Friedhof, Baby. Ja, gut, Leute. Das war's erstmal. Mit einer Runde Stalker. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Und vor allen Dingen, ja, Lust, das auch mal zu spielen. Wie gesagt, ich habe alle Teile bis jetzt durchgespielt. Fand's richtig cool. Ja, und für mich persönlich ist das irgendwie so ein Highlight-Game, weil das eine Atmosphäre vermittelt. Ja, die nicht alle Spiele schaffen, ne? Irgendwie. Deswegen, ich finde es aktuell echt, echt cool. Ich habe jetzt noch ein kleines Wochenende vor mir, deswegen, das wird garantiert nicht das letzte Live sein. Ja, habt noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen und ich sage dann mal bis bald. Auch dir, Konrad, danke fürs Reinschauen und Alex nochmal danke. Bis bald. Tschüss.